Gaming. It's come on time. Dominion. Yeah, talk now, we're... It's come on time. Ein herzliches Hallo, liebe Retro-Gaming-Maniacs. Dominik am Start mit einer neuen Ausgabe von der CD-Rumtreiber. Ja, ich treibe mich auf diversen Public-Domain-Discs und so weiter für den Amiga rum. Und normalerweise halt am Amiga 2000, weil da ein CD-ROM-Drive eingebaut ist. Und manchmal eben auch über WinUAE, so wie jetzt in dem Fall, weil ich muss sagen, ich muss hier mal ein bisschen noch die Lautstärke runterregeln. So. Ich muss sagen, das ist einfach für mich komfortabler, das aufzunehmen, denn die Disk ist ja die gleiche, ob ich die jetzt da oder da abspiele. Arminet 21. Zuletzt waren wir bei dem Game Marietto und ich gucke mal, ob ich irgendwie drei brauchbare Games hier rauskriege, die wir uns mal angucken können. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein und jetzt gucken wir mal, was wir da haben. No corrupted game graphics on Multisync. Okay. Mui Loto Alotto Proga. Progi. Nibbler Super Extra. Ah, ich glaube, das ist so ein Snake-Puzzle-Spiel. Poing 5 Nice Breakout Clone. Ja, das ist so. Das kenne ich. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Slalom Simulator Game. Gerne mal gucken, was das sein soll. Wahrscheinlich nichts Vernünftiges. Was ist denn das da unten? Turbo Challenge LHA. The Final Turbo Challenge. Finally Public Domain? Die Frage ist nur, ist das Lotus Turbo Challenge? Ich würde mal fast vermuten, nein. Aber wir gucken jetzt mal, was denn davon hier überhaupt läuft. Fangen wir mal mit diesem Slalom hier an. Ich erwarte nichts Großartiges. Die Frage ist jetzt, ob es überhaupt läuft. Oh, hoffentlich kann man das mit dem Joystick spielen. Ah, das kenne ich. Irgendwann hatten wir das auch schon mal. Ja, spielen wir es einfach nochmal, ne? 56 Punkte. Pista Nummer 1. Ah, das heißt 56 Tore. Ich will aber nicht durch 56 Tore fahren. Ich nehme 28. Ich krieg das sowieso nicht auf die Kette. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Geht das schon los oder was? Kann man irgendwie mit dem Joystick, mit dem Feuerbutton irgendwas machen? Nö. Squalificato und schon disqualifiziert. Bäm. Ah, ich glaube, wenn man den Feuerbutton gedrückt hält, dann macht man engere Kurven. Ja, bin ich ja weit gekommen, ne? Nicht. Mal gucken, ob ich das diesmal besser hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Wieso sollte ich denn? Ich bin ja auch keine Sportskanone. Aber vielleicht schaffe ich es ja heile durchzukommen. Ich habe da noch so ein bisschen meine Zweifel. Wahrscheinlich so kurz vor Ende verkacke ich noch. Oh, ich bin durch. Erster. Die Frage ist jetzt, von Grünigen, muss man die jetzt alle steuern? Nee, mache ich aber nicht. Das war Slalom. Kommt man doch irgendwie wieder raus? Nein, okay. Dann bleibt mir ja nur der Reset übrig. Die Reset-Kombination. Ja, aber eben, ich meine, das hatten wir auch schon mal irgendwann. Also ich habe das Gefühl, manches wiederholt sich halt auf dem Public Domain. Das ist auch so Aminet. Es kann natürlich sein, dass die Sammlung nach hinten immer größer wird, aber Sachen, die, sagen wir mal, so Brille richten, auf Aminet 1 sind, die hast du dann irgendwann auch auf Aminet 3. Und da hast du dann vielleicht noch zusätzlich Games drauf, die du auf Aminet 1 nicht findest. Jetzt nur so als Beispiel. Also nach hinten hin nimmt dann das Gesamtarchiv zu.
Könnte ich vermuten, aber vielleicht irre ich mich da, weil das ist ja jetzt schon die Aminet 21 und da müsste das ja schon ein deutlich größeres Archiv haben als nur jetzt diese, sagen wir mal, 200 Games in dem Moment. Aber da waren doch noch Sachen, die sich auch interessant lasen. Wo war das hier? War das hier? Genau. Slalom, das hatten wir vorhin. Game in Diner Blasters Teil, wobei da ist die Frage, ob man da einen zweiten Mitspieler braucht oder nicht. Sehen wir gleich. Gucken wir uns das mal an. Und Turbo Challenge will ich natürlich auch mal reingucken, denn da bin ich neugierig, ob es das wirklich das Lotus Esprit Turbo Challenge ist. Ich habe da so meine Bedenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwann mal als Public Domain rausgebracht haben. Ich habe das Original Lotus Turbo Challenge 3 habe ich hier bei mir im Gaming-Regal. Miau Software. Okay. Teddy, Start Game Anleitung. Ah, man kann es mit Joystick steuern, das ist schon mal gut. So, der Teddy heißt also Helmut. Und so weiter und so weiter. Joystick in die jeweilige Richtung. Feuerknopf für Bomben legen. Immer nur eine. Ja, aber mal gucken, ob wir das irgendwie raffen. Ich hoffe, ich muss das nicht mit. Ah, das kenne ich. Da habe ich auch schon mal irgendwann ein Video zu gemacht. Gut, was natürlich gut möglich ist, dass nicht jeder von euch jede einzelne Amiga-CD-ROM-Treiber-Folge in meinem Archiv gesehen hat. Es wäre natürlich geil, aber ich erwarte es von niemandem. Und dass es vielleicht dann einige unter euch gibt, die dann erst neu hier dazugekommen sind. Ah, das kann man einsammeln. Und das eben dementsprechend dann noch nicht kennen. Hat auf jeden Fall schon mal eine nice Music. Mal so das alles hier einsammeln, ne? Gleich nach da links irgendwo den Weg freisprengen. Gerade gucken, das holen wir uns hier mal noch so. Ich muss gerade gucken, wo muss ich denn zündeln? Da? Nee, das bringt ja gar nichts. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ah, die grauen konnte man wegsprengen. Gut. Anscheinend scheint man ja unbegrenzt Bömpkes zu haben. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, die andere Frage, die raffiniertere Sache wird nachher sein, wie kriegt man die da hinten eingesammelt, ohne dabei drauf zu gehen? Denn ganz offensichtlich muss man sicher hier irgendwo den Weg freisprengen und dabei gleichzeitig auch irgendwie das so hinkriegen, dass einen die Viecher da nicht erwischen. Sehe schon, zum Ausgang werde ich mir einen extra Weg freisprengen müssen. Gut, wenn ich Glück habe, dann gehen die Viecher ja auch drauf, wenn die an die Bombe kommen. Scheiße, die können drüber weglaufen. Das habe ich nicht bedacht. Wo sind sie denn jetzt? Sie sind weg. Na denn? Dann sollte ich das ja jetzt eingesammelt kriegen hier. Na, komm hoch. Na also. Jetzt nur noch den Ausgang freisprengen, dann sollte ich das gleich schaffen. Jawohl, dann geht's raus ins nächste Level. Oder nicht? Hä? Warum nicht? Wieso kann ich da nicht einfach runter? Muss ich einfach noch irgendwo einen Schlüssel finden oder was? Na toll. Oder wieso kann ich da jetzt nicht schon runter? Was fehlt denn? Komisch. Jetzt sag nicht, hier ist noch irgendwo ein Schlüssel versteckt. Hätte man im. Ich weiß nicht, ob es in der Anleitung gestanden hätte. Ich kann da nichts mit Space machen oder so, ne? Ne, ich kann da einfach noch nicht raus. Tja.
Ich dachte, das wäre jetzt so einfach gewesen. Jetzt sag nicht, ich muss hier wirklich alles wegräumen, um an irgendeinen Schlüssel zu kommen. Ist aber jetzt nicht euer Ernst, ne? Da ist was. Was ist das? Aha, man muss also tatsächlich einen Ausgang freiräumen. Na supi. Jawohl. Ich muss doch mal eben kurz meinen Mikrofoneingangspegel ein bisschen runterregeln hier. So, ja, ich denke, so ist es besser. Ja, das geht. Ich glaube, damit kann man jetzt leben. Ja. So, da läuft schon mehr Kropfzeug rum. Gucken wir uns das Level war auch noch an. Ja, toll. Hätte ich... Ah, ich darf nicht nach unten gehen zum Ausgang. Ja, super. Und wie weit ist das hier? Drei Felder, okay. Ist auf jeden Fall ein ganz nettes. Mir gefällt die Musik. Und das hat halt diese Puzzle-Elemente. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Das finde ich jetzt wirklich gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, dieses Level hier, gucke ich mal noch, ob ich das gepackt kriege. Da unten. Achso, der Exit ist oben. Hä? Das heißt, durch diese verschlossene Tür kommt man ja noch nicht. Und durch den Ausgang komme ich halt nur wieder raus. Wahrscheinlich, wenn ich alle diese Gems oder was das sein soll, eingesammelt habe. Gut, ich muss ja nicht viel weiter als bis hier so, ja, gehen. Gut, alles klar. Und dann natürlich hoffen, dass ich da irgendwo dieses rote Feld krieg. Da ist es. Ja, jetzt ist hinten die Tür auf. Okay, dann kann ich ja jetzt daher. Ich hoffe, die Viecher kommen nicht da irgendwie noch raus und verfolgen mich gleich. Dann habe ich da nämlich auch ein Problem. Ah, der hat schon seinen Kopf ausgestreckt durch die Öffnung. Ich hoffe, man kann die zur Not auch wegsprengen, denn sonst wird es nämlich, glaube ich, schwierig. Also im St. Phil Public Domain Game ist das hier really nice. Gleich mal gucken, ob ich da irgendwo ein Bömmchen hinpacken kann und werde nicht gleich verfolgt. Ja, man kann die also so fetzen. Shit, aber dann kommen die auch sofort aggro auf mich zu. Game over, 15.400 Points, aber gar kein schlechtes Spiel. Das gefällt mir. Teddy, kann man sich merken. Das hat was. Aber offensichtlich kommt man hier nicht so ohne weiteres raus. Es hat eine nice Musik und so und es spielt sich gut. Cool, kann man sich geben. Jetzt bin ich gespannt. 1,5 Megabyte. Mal gucken, ob er das überhaupt so in den Speicher extrahiert kriegt. Wenn nicht, dann muss ich nämlich das mal irgendwie extracten in die RAM-Disk. Und dann sehen wir es ja. Hätte denn Lotus Turbo Challenge wirklich nur 1,5 Megabyte Größe? Also im Original ist Teil 3 ja 2 Disketten. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Wir werden sehen. Das Uncompressen, das scheint eine Weile zu dauern, bis er das dann im Speicher drin hat. Und dann sehen wir gleich mehr. Das wäre natürlich der Kracher, wenn das jetzt, sagen wir mal, die Teil 1 der Lotus-Reihe wäre. Toll. Habe ich natürlich nicht, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Oder waren die Datadisks da? Da wüsste ich allerdings nicht, wie ich die da inserten soll. Ja, dass es irgendeinen Haken hier haben muss, habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt kann ich da auch nicht irgendwie... Ne, gibt keine Datadisk in dem Moment. Ja, da muss ich doch nochmal resetten, würde ich jetzt fast sagen, ne? Oder? Da ist er jetzt, hat er den Speicher wieder freigemacht. Doch, kann auch sein. Sieht aus, als wäre er jetzt wieder draußen. Ja gut, dann suchen wir uns ein anderes noch raus als letztes.
Verschiedene. Ja, also das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das auf Anhieb funktioniert hätte. Warrior-Strategie. Zooming Gravity Game. Was ist denn das? What's it? Ja, das ist auch schon gleich die Frage. Was ist denn das? Kann man das spielen? Was ist das? Ach, das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann gespielt. Geht das denn schon direkt los? Und jetzt, was macht man da? Uah. Ja, ich wüsste gerade auch überhaupt nicht, wo man da hin muss. Hem? Wo muss man denn überhaupt lernen? Zooming Gravity Game. Und wo muss ich hin und auf was schieße ich? Oder, warum kann ich überhaupt schießen? Und warum sind keine Gegner da? Das scheint mir irgendwie ein bisschen unausgereift zu sein. Nee, komm. Raus. Dann sind wir mit den verschiedenen Games durch. Dann würde ich sagen, ich hätte ja gerne noch ein spielbares Game, was man zeigen kann hier. Was normalerweise ja nie so ein Problem ist, sind Shoot'em-up-Games, ne? Roleplay-Adventure. Ja, das heben wir uns für ein andermal auf. Gucken wir mal bei Shoot'em-ups. Ich hoffe, da gibt es was, was ich nicht schon irgendwie gemacht habe. Amiibi, Twinbee. Nice Manga Vertical Shooter. Ich kenne Twinbee. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ob das ja, irgendeine Art Portierung für den Amiga ist. Twinbee ist ein cooles Ballergame. Es ist ja ein Cute'em'up. Das kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Press Fire to Continue. Jetzt bin ich ja mal gespannt. 1997. Ich hoffe, das funzt, man kann es zocken und es taugt was. Features that will appear in the next releases of AmiBi. First level complete, new weapons, better graphics, mehr Gegnerintelligenz. Press Escape while playing to exit game. Okay, ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, das ist wieder ganz typisch. Oder geht's doch? Ich wollte schon sagen, habe ich heute meinen Vorführeffekt-Tag? Ja, habe ich. Weil ich sehe nichts. Hallo? Ja, und dann steigt er aus. Was? Wie? Hä? Was ist hier los? Warte mal, vielleicht müsste ich beim Chipset mal was probieren. Das glaube ich aber auch nicht. Wollen wir mal gucken, aber ich glaube, das bringt nichts. Wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern, wenn gleich noch abschmiert. Ja, immer noch Grafikmatsch. Nee. Es reagiert zwar irgendwie, aber ich sehe nichts. So kann man es dann ja leider nicht spielen. Nee, das war dann also nicht, ne? Und ich wollte doch so gerne wenigstens noch irgendwie ein vorzeigbares Game machen. Tja. Kreuz, das kenne ich, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Destroy the Cyborgs. Mal gucken, was das hier sein soll. Ich hoffe, wir kriegen am Ende wenigstens noch ein brauchbares Game hin. Das letzte Game zickt rum und ziert sich. Es will nicht gezeigt oder gezockt werden. Es wehrt sich mit allem, was es hat. Grafikfehler, Speicherfehler, bitte Diskette einlegen. Zu schnell. Ja. Ist das normal? Cyborg Crisis. Hui. Alarm! Prepare for Level 1. Warum ist denn das so komisch nach rechts? Ach, das kenne ich auch. Genau. Ich glaube, man hat irgendwie drei Schüsse. Genau, und nach drei Schüssen muss man dann seine Munition wieder auffüllen. Das heißt, dann irgendwo im Labyrinth liegt dann eine Knarre rum. Stimmt. Ah, da oben ist die Knarre. Ja, jetzt habe ich nämlich keine Munition mehr. Ja. Also ein ziemlich einfach gestricktes Game von der Machart. Und da
Und man hat immer nur drei Schuss und muss dann. Da hinten ist die Knarre. Ja, toll. Genau da, wo der Punkt ist, wo der Gegner rauskommt. Gut, den konnte man jetzt noch austricksen. Ja, so läuft das, ne? Und immer so weiter und immer mehr, ne? Ja, schön dran vorbeigeschossen. Na, komm nicht ums Eck. Gott sei Dank bist du doof. Das ist wirklich ein sehr einfach gestricktes Spiel, auch so von der Grafik. Aber ja, das wird wahrscheinlich nachher auch dann schneller. Ich weiß nicht, ob dann insgesamt auch mehr Action da ist, ne? Ob dann auch mehr als nur drei Gegner kommen. Und verkacken kann man wahrscheinlich hier auch trotzdem, wenn man nicht aufpasst, ne? Also das habe ich auch irgendwann mal gespielt. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel keine Munition mehr. Wenn ich also dem nicht entkomme, dann hat er mich. Ja, jetzt muss ich ein bisschen schneller sein. Und es darf nicht haken. Gott sei Dank ist er nicht hinter mir her. Es darf nicht haken. Der Schuss war zu kurz. Ach, da vorne ist sie, meine Knarre. Beung. Naja, Public Domain halt, ne? Was erwartet man groß? Da kann sowas dabei sein. Da können aber auch hochwertigere Sachen dabei sein. Das kann einen, alles Mögliche kann einen da erwarten. Ach, gut, dass ich diesmal nicht weit laufen muss. Ja, so geht das dann irgendwie immer weiter. Und ich glaube, die werden halt auch dann nach und nach schneller. Ja, teilweise werden die hier schon schneller. Nee! Schuss versemmelt. Gut, dass der keine Böcke hat, da hier zwischendrin abzubiegen. Ja, ne? Hab einen. Jawollo! Und jetzt aber schnell. Ah! Prepare for Level 1. Ja, und so geht das dann immer weiter und immer weiter, ne? Gut, da habt ihr das mal gesehen. Alles klaro. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es geheißen hat. Also nicht der Rede wert, ne? Komme ich hier irgendwie wieder raus? Ja. Psycrisis heißt es. Destroy the Cyborgs. Gut, das soll für diese Ausgabe auch mal reichen. Wir haben hier angenehme 20 Minuten. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ein paar Sachen konnten wir sehen wieder von der Aminit 21. Public Domain Disk und mal sehen, was uns hier noch erwartet, beziehungsweise was uns auf vielen anderen Disks noch erwartet, die ich dann noch im Repertoire habe. Bleiben wir weiter neugierig, würde ich sagen. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben. Und ansonsten, falls ihr hier neu seid, dann lasst gerne ein Abo da, wenn euch das alles hier gefällt. Dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer hier wieder. Also bis denne, macht's gut, ihr Lieben, euer Tomaniac.